herzlich willkommen zum nächsten Video-Editorial von KE Next. Zu einem Thema, das uns alle interessieren sollte, und zwar das Thema Sicherheit. Ja, nicht die Maschinensicherheit, wie Sie denken, sondern Spionageabwehr. Haben Sie auch gehört, wie diese nette EU-Beauftragte der Amerikaner gesagt hat? Wie EU, hat sie gesagt, das wollen Sie gar nicht übersetzen. Ganz ehrlich, da kann man ganz schön stinkig auf die Amis werden. Und womit? Mit Recht. Und zwar, warum? Ganz einfach, weil die uns die ganze Zeit ausspionieren. Sie halten das für ein normales USB-Kabel? Da könnte genauso gut eine Wanze drin sein. Yo, Gangster. Ganz ehrlich, damit komme ich doch auch wunderbar in irgendwelche Maschinen. Ich nehme mir eine Steuerung, eine SPS, einen Industrie-PC, selbst wenn das Ding offline ist. Wenn das verwanzt ist, können die ganzen Betriebsdaten abgezogen werden. So, jetzt mal was in eigener Sache. Natürlich sind auch wir Sponsoring finanziert. Manche versuchen nämlich durch ganz plumpe Produktplatzierungen irgendwo den Sponsor im Bild auftauchen zu lassen. Wir machen es ganz klar und plakativ. Unser Sponsor dieses Mal ist die Firma Pilz. Die haben alles von der Steuerungstechnik bis hin zu, ach, schauen Sie einfach selber mal nach auf www.pilz.de. Okay, auch das musste mal gesagt sein, aber jetzt weiter mit dem Thema Spionage. Da könnte man doch glatt denken, eine gute Idee wäre bei German. Ich meine, vielleicht keine Produkte mehr von Rockwell oder Eaton, keine amerikanischen Produkte mehr, weil Wanzen drin sein könnten. wahrscheinlich am Ende doch keine gute Idee. Wir erinnern uns, es gab dieses Virus Trojaner Stuxnet. Die lief auf Siemens Steuerungen. Kann ja sein, dass die Amis das programmiert haben, aber es lief auf unseren guten deutschen Steuerungen. Was also tun? Da kommen wir wieder ins Spiel. Wir haben einen wunderbaren Schwerpunkt gemacht zum Thema Industriespionage in der Ausgabe 1.2 2014 der KE Next oder natürlich auch hier im Internet. Ich hoffe, Sie hatten Spaß bei unserem KE Next Video-Editorial. Und jetzt am Schluss frage ich mich, funktioniert der Knopf eigentlich wirklich?